Ein ganz großes Thema unserer Bauwirtschaft ist die Frage, wie wir schonend mit unseren Ressourcen umgehen. Und insofern ist das für uns im Betonbau natürlich ein ganz besonderes Thema. Und die Frage ist, wie können wir in den Bauwerken in Zukunft und in den Baukonstruktionen Material einsparen. Wir haben beispielsweise in dem klassischen Stahlbetonbau Situationen, wo wir mit relativ viel Materialüberdeckungen arbeiten müssen, um den Stahl vor Korrosion zu schützen. Wenn wir andere Bewährungsarten finden, dann können wir dieses Material einsparen. Aber diese Bewährungsfrage ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Es gibt weitere, beispielsweise mit Verwendung von Hohlkörpern in Decken. Diese Frage der Ressourcenschonung ist automatisch verbunden mit der Kreislaufwirtschaft, also der Wiederverwendung von Materialien. Wir haben einen besonderen Effekt hier auf unserem Messestand. Der innere Gehring, den wir gebaut haben, ist aus einem Recyclingbeton gemacht. Das heißt, der Boden, den wir hier haben, hat eine zweite Lebensdauer und wird nach dieser Woche eine dritte Lebensdauer haben. Bei uns in der Baustoffindustrie, in der Zement- und Betonindustrie, ist dieser Gedanke des nachhaltigen Bauens schon eine ganze Weile präsent. Wir werden nur für die Zukunft auch mit Blick auf die Klimaneutralität da mit einer sehr viel größeren Dynamik arbeiten. Die Erkenntnis ist da, aber die Geschwindigkeit wird zunehmen.